Ja gut, ich habe einen Tarifvertrag, da sind Sonderzahlungen festgelegt. Ja, war bei mir früher auch immer so. Aber naja, ich bin jetzt in einem Betrieb, der nicht viel zahlt. Und als Optiker war ich auch in einem Betrieb, der einfach Scheiße gezahlt hat. Aber da gibt's trotzdem wenigstens Weihnachtsgeld. Das ist so, ja, weiß ich nicht. Ich finde es manchmal ein bisschen schade, dass man diese Wertschätzung nicht mehr hat an seine Mitarbeiter. Das ist schon, oh, die sind schon wieder alle ausgebrütet, ne? Gut, ich sehe aber noch ein paar Eier. Ich mal gucken, ob ich da jetzt rankomme. Achso, nee, das sind die neun. Jetzt haben wir keine mehr. Das ist. Die kann ich auch einfach so lassen. Gut. Der kann mal ausgemacht werden. So, wie sieht das? Ich glaube, wir schlachten heute. Das wird hier sonst wieder viel zu viel. So, Kinders. Der Papa kommt mit der Flinte. Was? Ist das ein Terminator-Schwein? Oder was ist hier verkehrt? Oh, nachladen. Du sollst nachladen. Die Sau ist aber schon auch schwanger. Lass ich die noch austragen? Ich weiß es nicht. Das ist so mit das fetteste Schwein noch, ne? Elektroschock? Ne, die war doch kacke. Den haben wir doch schon im letzten, in der letzten Staffel mal ausprobiert. Der war so kacke. Okay, Kinders, das war's. Oder? Mach das lieber in meinem Schlachthaus. Ist mein Schlachthaus hier? Sieht man das nicht? Das ist das Schlachthaus. Na! Die waren noch panisch. Verdammte Axt. Kommst du wohl mit? Oh nein, falsch. Du kommst mit. Dann geht das mal los, ne? Fangen wir hier vorne mal an. Bop. Wow, ich muss sagen, wir kriegen ganz viel mit gerade. Ja, das nervt richtig, dass die Tiere immer abholen wollen, wenn du das Tor aufmachst. Auf jeden Fall. Schön, mitten in der Kacke, lecker. Ja, McDonald's-Qualität. Das ist doch. Ist doch ganz normal. Voll. So. Achso, ich sollte auch eine. Ja, die Schweine sind wirklich eine Pinata, wenn du die aufmachst. Ey, das ist. Wenn du die. Heute ist. Peng! Boah, guck dir das an.
voll. Ich glaube, diesmal haben wir gar nicht so viel wie beim letzten Mal. Habe ich so das Gefühl. Da mussten wir ja, nachdem wir die Kühltruhen voll hatten, nochmal welche voll machen. Ich glaube, diesmal könnte ich es mit allen schaffen. Aber ist auch nicht so schlimm. Beim letzten Mal war es ja auch richtig viel Geld, was wir damit machen wollten. Doppelt fast, ne? Aber es langt ja trotzdem. Ist ja nicht so, dass wir wieder kurz vor der Pleite stehen. Oder immer noch, wie beim letzten Mal, wo wir so eine große Schlachtung gemacht haben. Wo wir ja wirklich... Was hatte ich da auf dem Konto? 2000, wenn es mal hochkam? Das wird reich. Ah gut, und wir hatten noch einen Multiplikator, glaube ich, beim letzten Mal auch, ne? Wenn ich mich da nicht falsch erinnere. Naja, wir gucken mal, was uns das hier bringt. Aber der war noch nicht fett genug. Aber wenn du dir jetzt hier mal wirklich die Investitionen überlegst. Guck mal, ob mal wieder was durchgeglitscht ist hier. Ne? Also die Investition von... Gut, mir ist ein Schwein weggelaufen und gestorben. Aber was hat ein Schwein gekostet? 600 Flocken? Ja gut, 1200. Weil ich blöde war, 1800. Aber dann war, ne, das ist, und was wir damit gemacht haben. Über 10 Scheine bei der ersten großen Schlachtung. So. Dann verkaufen wir mal. In der Hoffnung, dass es noch einen Multiplikator gibt. Das wäre natürlich geil. Ist das Feld nicht mehr gegruppt? Doch, ne? Das habe ich so nicht kommen sehen. Dann können wir ja vielleicht doch noch das Feld säen heute. Preis: Schweinefrikadelle, Hühnerwurst, Milch. Wir gucken mal, wie viel es ist. 4000. Also entweder warten wir auf einen Multiplikator oder wir scheißen drauf. 4000 sind 4000. 4000 sind 4000. Jetzt habe ich ja auch schon einige Maschinen. Das heißt, ich brauche ja nicht mehr so viel investieren, ne? Reicht, genau. Wir gucken nochmal nach dem Öl. Ich bin mir jetzt gar nicht sicher, ob wir das schon wieder machen können. Und dann sind doch alle fröhlich, oder nicht? Auf jeden Fall, ich bin besonders. Kann man so sagen. Boah, kann man mitnehmen. Ein Fass so, wenn es denn wieder hier rein will, wo es vorher stand. Natürlich nicht. Ach, fick dich doch. So, wegen 7 Einheiten Öl brauchen wir jetzt nicht das Fass vom Wagen heben. Da holen wir lieber nochmal ein volles beim anderen.
So, das springt wie ich im echten Leben. Zack. So. Das sind doch auch nochmal ein Tausender. Ne? Das ist ja auch nochmal schön, Taui. Oh mein Gott. Das ist so viel. So, Öl da. Verkaufen, verkaufen. Zurück. Was ist nun mit den Kohlen? Ja, das... Das kommt, wenn man mir über PayPal was spendet. Also über den Link. Da habe ich das eingestellt. Das habe ich hier nicht als Einspieler. So. Die Frage ist... Wie machen wir weiter? Mache ich vielleicht erstmal ein bisschen Holz, damit der Hühnerstall wenigstens noch fertig wird? Hm. Wir haben keinen Sprit mehr. Weil ich da nicht drauf geachtet habe. Naja. Wie viel haben die Säue gebracht? Ein bisschen über 4 Scheine. Ja, da geht mehr, ne? Wie gesagt, beim letzten Mal haben wir viel mehr gemacht, aber das waren auch andere Umstände. ...4080. Wolverine hat es noch komplett im Kopf. Wenn er sonst nichts im Kopf hat, aber das... So, du warst fast leer. So, mal gucken, der funktioniert auch noch. The Brain. Der Pinky, der Pinky und der Brain, 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 Brain. Na. So. Ich bin mal gespannt, ob das hier alles mein Grundstück noch ist bis zum Berg. Aber ich gehe davon aus. So, ich glaube, das reicht erstmal. Das müssen wir jetzt erstmal alles durchgesägt kriegen, ne?
ich Säge. Ja, der soll eine Hilfsarbeiter werden. Geil, Chrissy, das wäre geil. Wenn du irgendeinem Hiwi sagen könntest, komm hier, säg das und bring mir die Bretter und ich baue. Das wäre gut. Gut, ich hätte jetzt natürlich auch wirklich sagen können, ich hole mir ein bisschen Holz. Aber am Ende bin ich da noch zu geizig für. Nimm Kelvin, genau. Wie geil wäre das? Such mal im Wald nach Kelvin. Beute doch nicht die Natur aus. Holz ist ein nachwachsender Rohstoff. Da beute ich gar nichts aus. Nee, die wachsen immer noch nicht nach. Also in dem Spiel nicht. Leider nicht. Verstehe ich auch nicht. Die Gattin ist beim Baby eingeschlafen. Ihr Handy liegt auch noch hier. Okay. Dann ist das so. Aber der Stream läuft. Das ist gut. Das ist perfekt. Also ich hoffe, also die Entwickler haben ja gesagt, jetzt Anfang November, wo sie auf Unreal Engine 5 umgesattelt haben, haben sie eigentlich gesagt, das Spiel geht aus dem Early Access und ist fertig, im Groben. Aber sie haben natürlich gesagt, dass sie noch weiterhin Updates liefern wollen. Und ich hoffe, dass da natürlich noch ordentlich was reinkommt. So wie nachwachsende Bäume oder auch einfach mal ein Tankstellenbad in der Tankstelle, der ja vielleicht erstmal gar nichts tun muss. Aber Hauptsache, er ist da. So, damit das ein bisschen belebter ist. In der Stadt, die ganzen Gebäude, vielleicht begehbar so ein bisschen. Oder ein, zwei andere Shops. Was weiß ich. Also es ist ein geiles Spiel. Aber wirklich viel zu bieten hat es auch nicht. Das muss man leider auch sagen. Achso, ist bestimmt leer, ne? Jo, der ist leer. Gut.
Gut. Dann bringen wir mal das Holz noch wenigstens nach Hause. Wir müssen ja demnächst auch noch eine zweite Scheune bauen. Das heißt, wir haben ja schon mal gut vorgesorgt hier. Ich hätte natürlich auch noch den großen LKW kaufen können. Mehr Möbel oder Pferde wären teuer. Ja, Pferde gibt's ja. Pferde gibt es. Dafür musst du ja eine Pferdekoppel bauen und danach auf eine Auktion gehen. Und da kannst du dir denn ein Pferd ersteigern. Aber mehr als darauf rumreiten und wenn dich ein Bär erwischt, dass das Pferd stirbt, gibt es nicht. Und das ist so ein bisschen schade. Pferde werden mein nächstes Projekt. Also ich weiß, dass ich in der letzten Staffel mit Malibu ausgeritten bin und dann sind wir vom Pferd abgestiegen und auf einmal kam ein Wolf oder ein Bär an und dann hatten wir mal Pferde. Aber es ist halt so, ja, ist ja irgendwie auch cool, dass du darauf aufpassen musst, so, aber erstmal waren die jetzt auch nicht so geil. Und dass sie dann auch gleich sofort sterben und so, ist dann wieder doof gewesen, weil die kosten auch richtig Kohle auf so einer Auktion. Ist nicht so, dass du die Pferde hier hinterhergeschmissen kriegst. Die Pferde kann man ja trainieren und dann weiterverkaufen. Ach, das geht auch. Das, guck mal, da weiß Chrissy schon wieder mehr als ich. Das wusste ich zum Beispiel nicht. Nee, Pferde züchten glaube ich nicht. Wüsste ich jetzt auf jeden Fall nicht, aber siehst ja, muss nicht mich fragen, frag Chrissy, die weiß mehr. Ba, ba, ba. Ba, 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 ba. Wird dir aber erklärt, wenn du das erste Mal zur Auktion fährst. Dann hat Malibu Schuld. Die war das erste Mal da und ich das zweite Mal. Da wurde mir nichts erklärt. Also auf jeden Fall weiß ich es nicht mehr. Stimmt, wurde mir was erklärt, aber... Oh nein, der geht nicht mehr rauf, ne? Der letzte. Naja, gut. Lassen wir ihn kurz hier liegen. Was sagt die Uhr? Guck mal, dann kriegen wir vielleicht noch die Tiere hier rüber gepichelt. Müssen wir mal gucken. Zack, zack. Ey, komm aus meiner Bude raus. Das hackt wohl bei dir, oder was? Ist hier Tag der offenen Tür, verpiss dich. Ey, scheißt du mir noch vors Bett, oder was? Freche Viecher. Echt. So. Ich pack das Holz mal eben hier an die Seite, denn ich glaube, wir sind schneller, wenn wir ein paar Hühner einfach auf die Ladefläche klatschen und sie dann hier rüberbringen. Du hast jetzt auch schon ein bisschen mit Farben gespielt. Ja, das... Da kann man sich echt austoben. Ich glaube, ich muss nochmal wieder auf deine Ranch gucken kommen, wa? So.
So. Hallo Hühners, ich nehme euch jetzt mit. Das Gute ist, die laufen nicht so wirklich schnell weg. Da kann ich auch mal kurz auflassen. Die kommen mir eher entgegen. Also nicht alle. Seid ihr jetzt alle schon ausgewachsen? Krass. Also auf jeden Fall gibt es keine Babys mehr. Das ist schon mal ganz cool. Oder wir haben keinen Hahn mehr dabei, ne? Also, da waren ja jetzt noch ein paar nicht ausgewachsen. Na gut, na, ein kleiner läuft da noch rum. Der könnte vielleicht noch ein Hahn werden. Man weiß es noch nicht. So, Kinders, ein neues Zuhause. Ein neues Zuhause. Quack, quack. Essen kriegt ihr da auch. Alles gut. Da noch eben den Rest. Aber die Hühnerställe sind toll. Die sind weiß und hellblau. Und die Zäune habe ich weiß gemacht. Aber sehr, sehr hübsch. Okay. Wie gesagt, gucke ich mir mal an demnächst. Würde mich interessieren. Habe ich nicht... Oh Gott, falschen Knopf gedrückt. Habe ich nicht eben Licht beim Auto angemacht? Warum ist denn das wieder aus? Ah, es ist an, aber auch nicht wirklich. Also. Ich will es gar nicht wissen. Es ist. Mal eben gucken. Sind doch noch ein paar kleine. Hab ich jetzt eben gesehen. Da ist nur eins. Disney Streamlight Valley spielt keiner von euch. Nee, ich hatte es aber überlegt, eigentlich mal. Weil das ja auch so oft mit Animal Crossing verglichen wurde. Und das war ja nun mal auch eins meiner geilsten und liebsten Let's Plays. So. Waren das alle? Gibt's mittlerweile auch Koop. Okay. So, ich lasse hier nochmal eben Essen und alles da. Falls da morgen doch noch ein Viech rumläuft. Kann ja passieren. Und dann will ich mir den Stall gleich nochmal morgen angucken. So, ich glaube, das war's dann erstmal. Oh, warte mal. Warte, warte. Dann haben wir hier auch nämlich Licht. Ah! Sehr schön.